So, in einem der letzten Videos habe ich ja gefragt, was dieses eine Teil, ich zeige es jetzt nochmal, denn sein soll. Und es waren sehr viele richtige Antworten mit dabei. Und nun kommt also die Auflösung des kleinen Rätsels. Es handelt sich bei diesem Teil um die Negativform für die Silikonform für die Soli-Resin Spacer. Hier in diese Aussparungen wird praktisch das Gießharz mit dem jeweiligen Inhalt gegossen und dann eben weiterverarbeitet. Anleitungen, wie man solche Formen bauen kann, gibt es im Internet ja genügend. Es ist relativ einfach. Die Stücke, so wie sie also mal endgültig sein sollen, die aus Gießharz gegossen werden, werden auf einer Plattform aufgeklebt. Mit Holzleim mache ich das. Dann kommt ein Rahmen außenrum. Dann wird das Ganze ausgegossen mit Silikon, hart werden lassen und dann eben die Form abziehen, wie jetzt diese hier. Ich habe jetzt hier auch noch ein paar andere Formen. Diese, das sind die Formen für die Flaschenverschlüsse, die ich auch noch herstelle. Das sind zum Beispiel Formen für Abschlusskappen an den Rollenhaltern und hier nochmal in verschiedenen anderen Breiten, Längen. Und hier, so sieht das Ganze dann aus. Da wird praktisch dann das Material eingefüllt und mit Gießharz eingegossen, aushärten lassen und dann auf der Drehbank weiter bearbeitet. Was die Materialien angeht, was man verarbeitet, da ist der Fantasie eigentlich freier Lauf gelassen. Da kann man also alles, was hier anfällt, hier zum Beispiel sind es Späne von Aluminium-Drehspäne. So sieht also dann ein Rolling aus für eine Abschlusskappe an dem Rollenhalter. Der muss noch poliert werden. In verschiedenen Farben kann man da arbeiten. Also hier kann man wirklich ganz tolle Effekte erzielen, wie hier jetzt dieser orange, schwarze Rollenhalter-Spacer. Sind also wirklich schöne Sachen. Nicht jedes Teil gelingt natürlich, aber wie gesagt, man kann hier richtig schön arbeiten. So, ich für meinen Teil werde jetzt mal wieder loslegen und ein paar tolle Spacer produzieren. Hier sind die Rohmaterialien, praktisch Ränder von Holz, Wurzelmaser, und die werden jetzt dann hier eingegossen. Oh, das ist ja geil. Wow. Ja, dann wird das Ganze mit dem Harz ausgegossen. Cool. Kann man auch farbig ausgießen, aber ich nehme jetzt mal bloß mal den durchsichtigen. Und so entsteht es alles. Ja, und das kommt jetzt ein paar Stunden in den Ofen, wird ausgebacken und dann auf der Drehbank weiter bearbeitet. Und durch das Ausbacken wird es heiß und die ganzen Luftbläschen, die jetzt da noch drinnen sind, die gehen dann nach oben raus. Vorm Aushärten hoffentlich. sollte, ja. So. Das war's jetzt. In meinen Routenbaukursen lernen Sie also nicht nur, wie man einen Ring anwickelt oder einen Griff montiert. Das gehört natürlich auch mit dazu. Es gibt verschiedene Randthemen aber, die ich auch gerne jedem Interessenten beibringe, beziehungsweise eben zeige, wie ich es mache. Ob das natürlich hundertprozentig richtig ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich habe zumindest schöne Erfolge damit und gebe mein Wissen gerne weiter. Wenn es euch interessiert, was man alles lernen kann bei Solitip,
Meldet euch einfach, die E-Mail-Adresse erscheint hier und dann freue ich mich auf eure Anmeldungen. In diesem Sinne, Rutenbau, weil es halt einfach Spaß macht. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss.